Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factions. You auf dem Pitfall-Server. Genau. Ich weiß gar nicht, ob jetzt noch ein paar Leute online sind. Muss ich gleich mal nachgucken. Ich habe gerade eine Aufnahme gefailt, weil auf einmal mitten am Tage der Server restartet ist. Ich glaube, das ist gerade ein bisschen laut. Ne? Machen wir mal ein bisschen leiser. So, jetzt mal gucken, die Richtung. Gucken wir uns mal an, ob die Welt hier. Gucken wir mal, ob es Level 71 kommt. Und auch noch ein paar Kisten finden. Hier können wir überall welche rumstehen. Ja, schauen wir mal. Ne? Das ist der Hauptweg. Den wir nutzen eigentlich ganz viele. Da stirbt man noch am meisten. Weil alle irgendwie da lang sein wollen. Hier nach Kisten. Ja, da ja gerade selber was fertig, dann müssen wir dann neue Kisten bleiben. So, und haben auch wieder ein bisschen Abrüstung und Obsidian bekommen. Wenn man heute sei auf jeden Fall eine Kiste drin. Wenn hier nicht jemand war, wir waren der Eingang. Suchen wir den Eingang. Ja. So, den Müll reinziehen. Dort auf die Kiste. Hier ist ein Grüßte. Das Essen ist was mal drin. Kann dann vernichtet werden. Und als nächstes kommt eine Kleinstadt. In der gehen wir nicht rein. Da gibt es eine Menge Kisten. Allerdings ist es hier immer sehr tödlich. Zum Beispiel kann ich euch mal eine geheime Kiste zeigen. Ich weiß ja nicht, ob ich das schaffe, da ranzukommen. Und zwar ist die hier in der Lava. So, versuchen wir mal. Ja. Also die bleibt auch noch eine Weile geheim. Also jetzt bestimmt nicht mehr. Also in der ersten Stadt im Lavabrunnen gibt es eine Kiste. Merkt euch das, wenn ihr auf dem Server spielt, holt euch die meisten Tote nicht gehen, aber die fast keiner kennt. Gut. Die Leute, die jetzt hier gucken, die wissen das jetzt schon. Hier ist auch einer. Und wieder ein Touriste. Hier irgendwo im Wasser sind übrigens auch welche. Ich habe dann richtig voll welche gefunden, aber die finde ich auch nie richtig. Hier ist also auch eine, aber die ist auch nicht da. Gut. Jetzt sind wir dann schon bei Level 21. Und wir rennen mal weiter. Um euch die Welt zu zeigen. Also ganz wichtig auch mal ab und zu auf den Bäumen gucken. Auch da Spawnkisten unter Büschen. Gut, ich meine, ich möchte die Folge jetzt nicht allzu lang halten, um okay. So, jetzt sind wir schon bei 26, da wird schon langsam etwas dunkler. Hier seht ihr Gold, Spawns. Hier ist bestimmt nur Enik, und bestimmt an 300 schon vorbei gerannt. Hier wird es jetzt immer dunkler.
Und dann sind wir schon beim nächsten Häusel. Oh, ich sehe überhaupt noch was. Gehen wir auch mal hier hin. Sind nämlich auch irgendwo Kisten. Was bei diesen Musiktruhen zum Beispiel könnt ihr auch sehr gerne mal nachgucken. Da sind meistens auch ein paar Winterfachschränke. Also wenn hier zum Beispiel richtig hektisch ist auf dem Server, dann sollte man die Dinger gar nicht betreten. Da ist dann immer richtig Highlight. Oh, der Weltzentrum, wundervoll. So. Haben wir nicht den Fall, wenn die getan haben, in der ersten Aufnahme sterben. Hoffe ich wenigstens. Kann ich das Ding noch ein bisschen heller stellen? Grafik, Helligkeit. 3 hell. Ein komisches Geräusch. Was müssen wir hier noch machen? Hier sind viele Häuser. Viele Möglichkeiten, sich zu finden. Nochmal eine Reste Luft. Das ist auch wieder einer. Ich will nicht sterben. Dann werden wir das essen. Und wie ihr seht, es wird immer dunkler. Das heißt, wir kommen langsam in die Lava-Gegend, in die Höllengegend. Auch die gibt's hier. Aber durch dass es dunkler wird, wird es auch immer schwieriger, die Kisten zu finden. Oh, hier. Ab und zu gibt es auch hier Blöcke, also. Hier Blöcke, Eisenblöcke. Schwierighaus? Das geht genau ja nicht. Ist das jetzt hervor? Das ist doch schon hier sein. Das kann ich noch nicht. Na. Also entweder war ich schon wieder oder gibt es noch nicht wieder gegessen. Im Jumpspiel kommt man da bestimmt immer oben. Aber ich nicht. Da wird 37 hier auch nicht drüber, ne? Hier liegt eine Flasche Bier rum. Für die Leute, die auf dem Server spielen und Non-Premium sind, ihr könnt 64 Items gesteckt natürlich oder ungesteckt ins Auktionshaus packen, indem ihr das reinstellt und wieder rausholt. Dann ist das im Menü drin. Allerdings bei 64 ist Schluss.
glaube, hier ist Schluss mit Pisten. Es ist so dunkel, ich sehe gar nichts mehr. Also mein Aufnahmeprogramm zeigt besser helleres Bild an, als ich hier habe. Ja, dann seht ihr jetzt hier auf dem Berg. Inzwischen haben wir den Hauptweg ja verlassen. Ich glaube, der Hauptweg ist ein bisschen beleuchteter. Ich laufe wieder zurück, ich trotte. Also wenn ihr so in den 30er seid, dann seht euch vor, es könnte dunkel werden. Da ist eine Dichte. Es gibt auch mehr. Man muss sie nur finden. Aber ist schon die richtige? Ja. Okay, ich bin so weit. Ich bin noch ein sehr nervös. Ich habe immer das Gefühl, als würde man gleich, dass jemand dahinter einem ist. Hey, die Kiste ist hinter einem. Nein, wie geht denn heute Tag aktuell online? Das heißt, ich bin fast live. Auch nur fast, weil ich ja nicht live spiele, ne? Ich weiß nicht, wie hier ist, was da. So, sind wir bei 40 inzwischen. Eigentlich auch ein sehr heißes Pflaster. Und jetzt können wir zur Lava. So, nicht reinschwimmen. Ich habe es jetzt zu reisen. Also auch in der Lava sind Kisten. Hier sollte man einen Feuerschutz besitzen. Hier sind übrigens auch die neuen Blöcke verbaut. Aus der 1.10. Inzwischen hat man auch die Möglichkeit mit der 1.11 zu joinen. Was gibt's denn?
Schluss noch mal so ein bisschen essen. Erschaffe braucht man nicht, das sind nur Schneegulden, die schaffen. Die erschafft man gar nicht. Wie kann man sich beruhigt liegen lassen? So, und auch keine Kisten. Ja, man muss wie gesagt ein bisschen aufpassen. Die neuen Labersteine, die sind ja auch ganz perfekt. Nehmen wir. Auch was halt nicht schon wieder runterläuft. Wenn wir uns den Kreis hier lassen, oder? Wie gesagt, hier könnten überall Kisten versteckt sein. Ich komme nicht. Scheiße. Das ist 55. Das ist irgendwie unglaublich. Nächste eine Kiste. Warum ist auch nicht das? Vorher nicht die Entschlüsse. Können wir die schon mal stehen lassen? Oh, 59. Also bei 71 ist übrigens die Welt zu Ende. Die geht damit noch viel weiter als vorher. Hm.
Hier hoch gehen. Auch in den Bergen gibt es Kisten. Die man sich entdecken kann. Manche Bergen sind nur schwer zu erreichen. Also Lohn habe ich in Elbe funktioniert. Ja, also die Wege hier hoch oder so, die muss man erstmal finden. Erstmal bei Lesen. Sonst schafft man es so oder so mit 71. Also bis zum Ende der Welt. Es sind noch mehr Wege. Das ist jetzt nur einer. Reise zum Ende der Welt. Mit Kistensuche. Ich bin wirklich gleich am Ende der Welt angekommen. Okay, ich sehe da gar nichts mehr. Aber genau das Ende der Welt. Da können wir mal hingehen. Geht es immer weiter. Hier ist das Ende der Welt. Und von, okay, 72. Gut. Und von da aus kann man oben lang gehen. Wo ist auch noch ein paar Kisten versteckt. Ups. Und dann kann man wieder zum anderen gerät. Eigentlich ganz lustig, halt auch schon gemacht. Also
Ich habe echt ein Problem, hier umgekippt zu sein. Also ich werde mir wahrscheinlich wieder bei der PvP jetzt zu gehen. Denn kann mir wenigstens markieren, wo die Kisten waren. So, erlaubt die Tour. So Leute, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, euch hat diese Tour hier gefallen am Ende der Welt. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge, wo es vielleicht darum geht, wie sieht meine Festung aus. Wie weit liegt da schon ich mit der Base? Und liked mich, teilt mich, abonniert mich, zeigt mit euren Freunden. Ich würde sagen, jetzt zum Ende kommt noch die Playlist. So, so dunkel sieht gar nichts. So, dann am Ende. Schaut euch die Playlist an auf der einen Seite. Könnt ihr nochmal alle Folgen Factions sehen. Auch wenn ihr schon welche verpasst habt, aber nicht so schlimm. Auf der anderen Seite habt ihr einen Abonnieren-Button. Abonniert mich also mal eine Runde. Bis dann, ciao, ciao Leute. Ich bin jetzt raus.